Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute sprechen wir natürlich über das Sommerhaus der Stars und gehen in die Kandidatenvorstellung, nämlich mal zu Tessa und Jakob, ein Pärchen, welches so eigentlich gar nicht bekannt war, und relativ schnell kamen die Gerüchte auf, die beiden sind doch nur ein Fake-Paar. Allerdings hat Tessa dieses glaubhaft im Social Media versichert durch alte Fotos, dass das alles gar nicht stimmt und dass sie schon sehr lange zusammen sind, und diese Fotos, die sie gezeigt hat, waren nicht nur freundschaftlich. Von daher freue ich mich auf Tessa und auf Jakob, die hier auch in das Sommerhaus der Stars einziehen. Wir werden uns heute in diesem Video mal Tessa und Jakob anschauen und einmal ein paar Ausschnitte von den beiden uns anschauen, wie sie als Paar funktionieren. Ich denke, das dürfte sehr, sehr spannend werden. Meine Lieben, wenn ihr hier nichts vom Sommerhaus der Stars verpassen wollt, dann fühlt euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Und jetzt würde ich sagen, Feuer frei! Ja, Tessa ist sehr umstritten, sage ich mal so, ja, in verschiedenen Formaten immer ein bisschen aufbrausender unterwegs, wenn ich das so freundlich formulieren darf, während ihr Freund Jakob, von dem nicht sehr viel bekannt ist, und das möchte ich nämlich jetzt ändern. Wir brauchen das Katzenreporter-Handy und schauen uns mal in den kleinen, in die kleine Pärchen-Vorstellrunde rein. So ist richtig, Feuer frei für Tessa und Jakob. Tessa ist einfach zu perfekt, da kann ich gar nicht mithalten. Manchmal ist er so, wuh, und ich bin voll so, und dann sage ich ihm auch so, ich bin gerade ein bisschen so, und so ein bisschen, du riechst einfach so gut, das ist deine Macke. Hey, ich bin Tessa. Ja, ich bin Jakob. Und wir machen beim Sommerhaus mit, weil wir voll Bock drauf haben. Okay, also die Stimme von Jakob, die ist ja mal sowas von entspannt. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich ihn sofort als Synchronsprecher für den Plätier-Verlag einstellen, ja? Das ist ja mal eine ganz harte Stimme. Ob die im Sommerhaus ausrasten wird? Total. Welche Eigenschaft liebt ihr am anderen am meisten? Ich liebe an Jakob seinen Sanftmut. Tessa hat das Herz am richtigen Fleck, das finde ich am besten. Nenne eine Macke des Gegenübers. Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass das Mikrofon von Jakob so ein bisschen kaputt ist. Er ist immer deutlich leiser als Tessa. Tessa ist einfach zu perfekt, da kann ich gar nicht mithalten. Was los? Wenn jetzt so viel eine Macke. Du riechst einfach so gut, das ist deine Macke. Ja, er kocht ganz anders als ich. Und da reiße ich mich dann öfter mal so ein bisschen zusammen und denke so, ach komm, lass den einfach machen, wie der das macht, ist auch okay. Ich schäle die Kartoffeln zum Beispiel anders, als er das macht, aber so wie er das macht, ist auch gut. Parallel habe ich auch Hunger bekommen. Ganz kurz, einige haben hier den Eindruck gehabt in den Kommentaren, das wirkt alles total gestellt. Ich glaube, das wirkt auf uns Zuschauer wirklich so, auf einige zumindest, weil wir einfach Tessa noch nie in dieser Art in einer Partnerschaft erlebt haben, dass sie mit einem Freund sich gezeigt hat. Vielleicht ist sie dadurch etwas unsicherer oder aber es ist für uns einfach ungewohnt. Dann haben wir eine Frage, was war euer letztes Streitthema? Wenn ich so volle Power habe, hat er meistens voll so, dann bin ich immer so, was ist los mit dir? Ist alles okay mit dir? Bist du sauer auf mich? Dann bin ich kurz ein bisschen sauer und dann gehe ich und dann schreiben wir, alles okay bei dir? Und er sagt, ja, alles okay. Ich dachte, du bist sauer auf mich. Also nein, ich bin voll müde. Und dann ist eigentlich okay. Ja gut, ich glaube, Streitereien kommen in jeder Partnerschaft vor, ob gut oder ob schlecht. Wann können andere Paare, was können andere Paare von euch lernen? Dass es okay ist, Emotionen zu haben und über Emotionen auch zu sprechen. Ja, und das erstmal als kleines, kleines Faktencheck. Wir gehen aber noch in einen weiteren Clip, nämlich in das Kofferpacken. Und da bin ich mal gespannt, wie Tessa und Jakob hier uns zeigen, was sie mit ins Sommerhaus der Stars nehmen und auf was wir uns hier vorbereiten können. Wir gucken mal rein. Hey! Hi! Hello! Was ist das eigentlich, Jakob? Also das ist schon mal wirklich krass, mit so einem, wie sagt man, Hacken-Porsche, ja, mit so einem Ziehwagen einzuziehen, dass da noch nie jemand drauf gekommen ist. Alle bemühen sich immer über diesen sandigen Feldweg ab mit ihren verschiedenen kleinen Kofferrollen. Andere haben sogar Koffer ohne Rollen, während er jetzt hier einfach den Hacken-Porsche mitnimmt. Das hat von mir schon mal einen dicken Pluspunkt verdient. Was hast du damit genommen? Das ist mein Hacken-Porsche.
pass auf. Meine Kids lieben das so. Wir glitzern uns immer voll. Wenn die Sachen hässlich sind im Sommerhaus, können wir die einfach voll stickern. Ich habe die in allen Farben wirklich, ne? Also ich mag es immer gerne, wenn was nicht passt, streue einfach Glitzer drauf. Ich sehe jetzt schon Tessas Bastelstunde im Sommerhaus der Stars. Weg von Alkohol, weg von Zigaretten, weg von Fleisch. Nein, Tessa macht eine Bastelstunde. Und ich sehe da so richtig Umut und Sam Dillon am Tisch sitzen, wie sie anfangen, den Salzstreuer mit Strenesssteinchen zu bekleben, oder? Würde ich gut finden, das ist auch mal eine gute Idee. So ist ja mein Motto. Was sind denn so eure Lieblingsoutfits? Meine Badeshorts. Ja, das finde ich auch gerade, wie lustig ist das denn, den Menschen so. Da kann man schwimmen gehen. Auf jeden Fall. Habt ihr denn auch ein paar Glücksbringer dabei? Du bist mein Glücksbringer. Okay, das war aber süß. Also man kriegt schon mit, dass Jakob sie immer so ein bisschen neckt, ja. Aber dann auch was Liebes zu sagen, finde ich hier schön. Das ist Tiki. Das ist er. Hat er mir geschenkt, damit ich immer bei ihm bin. Was haben wir denn hier? Ah, das sind natürlich meine Vitamine. Ist das Ammonia? Das sind aber auch Gummibärchen. Aber auch gummibärchenmäßig. Das ist interessant. Das heißt also, natürlich darf man ja was mitnehmen und er nimmt seine Vitamine mit, die auch gleichzeitig Gummibärchen sind. Das ist schon relativ clever. Vielleicht hat man so das ein oder andere, ist man umgangen. Wobei, ihr merkt das ja schon, man geht ja da mit vollem Reisegepäck rein. Das ist nicht so wie im Dschungelcamp, wo man nur zwei Kosmetik-Sachen mitnehmen darf, sondern es ist ja wirklich hier so, dass du im Prinzip irgendwie alles mitnehmen darfst, außer wahrscheinlich Spirituosen. Wobei, da habe ich auch schon was gesehen. Gummibärchen habe ich mitgenommen. Wie schlau ist das, dass ich darauf nicht gekommen bin? Ich habe so ein Fass Vitamin C. Ich kleide das jetzt rein. Ich spritze mal. Deine Ärztin, die da war. Also das war richtig hardcore. Die so, noch Vitamin C, noch mehr. Ich spritze mir die doppelte Menge. Also wenn ihr ein bisschen überrascht seid zwischen von den Special Effects hier in dem Video, die sind tatsächlich alle von das Sommerhaus der Stars auf Instagram eingebaut. Das war nicht ich, aber ich habe sie dankend angenommen. Das wertet dann auch meine Videos so ein bisschen auf. Shampoo, Bodylotion, Conditioner, Duschgel, meine Haarstufe und Bargeld dabei. Ich nehme noch ein bisschen mehr Geld für die Reise. Ich bin Chaos, er ist Ordnung. It's a match. Let's rock. Let's go. Ich glaube, ich hätte auch ein Porsche nehmen sollen. Aber dann hätte ich es nicht rein. Ja, und das war das Letzte, was wir von Ihnen gesehen haben, bevor Sie in das große Sommerhaus der Stars eingezogen sind. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich Tessa und Jakob uns im Format zeigen, wie weit sie kommen und auch, ob sie ihre komplett vegane Einstellung auch im Sommerhaus der Stars hoffentlich nicht verteidigen müssen. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, lasst die Menschen so leben, wie sie leben möchten. Allerdings hoffe ich aber auch, dass sie hier nicht anfangen, mit den Augen zu drehen, wenn andere über das Thema Fleisch sprechen. Denn eines wissen wir, das Sommerhaus der Stars soll wohl vegetarisch sein. Viele Zuschauer haben gesagt, ist doch kein Problem, während andere gesagt haben, oh, da nimmt man bewusst ein bisschen Spannung rein, also man gibt bewusst ein bisschen Spannung rein, weil man hier auf Fleisch verzichten muss. Ich glaube, das wird für Tessa überhaupt gar kein Problem sein, für Jakob nehme ich mal an, auch nicht. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass wir viele hitzige Diskussionen genau deswegen dann wohl erleben könnten. Ich persönlich hoffe es nicht. Ich hoffe, rein nach dem Motto reingeht, lasst die Menschen das machen, was sie möchten. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie sehr freut ihr euch auf Tessa und Jakob? Sind das für euch Favoriten oder sagt ihr, oh nee, ihr hofft ganz, ganz schnell, dass sie wieder ausziehen? Ich werde euch natürlich in den nächsten Tagen immer um 14 Uhr weitere Kandidatinnen vorstellen. Ich befinde mich aktuell im Urlaub, deswegen gibt es aktuell auch nur zwei Videos. Morgens um 8 zum ersten Kaffee und nachmittags um 14 Uhr. Das 11 Uhr Video lassen wir aktuell ausfallen. Aber sobald ich aus dem Urlaub zurück bin, dann gibt es hier auch wieder täglich drei Videos, meine Lieben. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Tag. Macht es gut und danke schön fürs Einschalten. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr da nichts vom Sommerhaus der Stars verpassen wollt. Tschüss.